Was mich schockiert hat, ist, dass die Ausländer sozusagen die Schlimmeren waren. Dass man halt als neuer Schüler, dazu noch als Ausländer, kein Wort Deutsch, die einen mehr ausgestoßen haben als, so gesagt, die Deutschen. Meiner Meinung nach hatte das weniger mit Rassismus zu tun, sondern einfach Fremdheit. Also, dass man als Fremder nicht direkt akzeptiert wird. Mit Heimat verbinde ich nicht gleich direkt einen Ort. Heimat ist für mich da, wo man sich wohlfühlt, wo man die richtigen Leute um sich hat. Für mich ist das halt zu Hause und beim Boxen. Beim Boxtraining stehen uns alle sehr gut. Die Kleineren gucken zu mir auf, auch die Größeren. Wir sind wie eine Familie, deswegen ist das für mich auch Heimat. Der Weg zum Ring ist die kurze Zeit, wo man sich sammeln kann. Kompletter Fokus. Man ist ganz für sich. In dem Moment, wo mein Name aufgerufen wurde, konnte ich es natürlich zuerst kaum glauben. Köln Nachwuchssportler des Jahres zu werden, war für mich bis jetzt der größte Erfolg meiner Karriere. Hätte ich nie mit gerechnet. Wie gesagt, für mich ist es auch das gleiche wie beim Gewinn. Da wird man für seine harte Arbeit belohnt. Und für mich ist es auch nicht mehr. Das Schlimmste für mich ist aber, wenn ich schuld bin, dass ich verliere, ist das für mich schlimmer als alles andere. Also wenn der Gegner einfach besser ist als ich, dann ist es halt so. Da muss man härter arbeiten, um ihn das nächste Mal zu schlagen. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, verliert, wenn man nicht genug vorbereitet war, man war nicht fokussiert genug, man hat nicht das gemacht, was der Trainer gesagt hat, ja, dann finde ich das tausendmal schlimmer als die Niederlage. Weil du mich siehst, ich will dich sehen, wie dein Hass zeigt, dass du mich liebst. Und je mehr du mich bekriegst, desto mehr verlierst du. Es wäre schön, dich zu sehen, es wäre schön, dich zu sehen. Ich will dich sehen, wie dir kalt ist in meinem Schatten. Ich will dich sehen, wie du wusstest, ich würde es schaffen. Oh, wie sie plötzlich mein Abbild von dir erwarten. Es wäre schön, dich zu sehen, es wäre schön, dich zu sehen. Dich in deinem System zufrieden und zurückgewinnen. Ich kann dich gar nicht sehen, von da wo ich gerade steh, gerade steh. Ja, ich nehm den harten Weg, harten Weg. Und sag vielen Dank an meine Feinde, weil sie machten mich zu dem. Doch inzwischen kann ich sie gar nicht sehen, von da wo ich gerade steh, gerade steh. Ja, ich nehm den harten Weg, harten Weg. Und sag vielen Dank an meine Feinde, weil sie machten mich zu dem. Wie die deutsche Nationalmannschaft antreten zu dürfen jedes Mal. Ich fühle mich natürlich mit Stolz und für mich ist es auch eines der größten Aushängeschilder so für Ausländer allgemein. Das sie auch sehen, weil ich bin nun mal einfach schwarz, dunkelhäutig und sowas übersieht man nicht. Was ich nicht bin, denn da wo die sind, pass ich nicht hin. Ich war nie mehr bei mir selbst. Lass mir nichts erzählen. Sie schweigen oder schreien.